Willkommen zurück, wir sind beim Sport. Ja, und am Sonntag, da wird's heiß für die Handballdamen vom ESV 1927 Regensburg. Sie wollen aufsteigen, so schnell wie möglich, und zwar in die zweite Handball-Bundesliga. Ich freue mich jetzt, bei uns im Studio den Abteilungsleiter Dieter Müller zu begrüßen. Hallo, Herr Müller. Hallo, Herr Sahre. Herr Müller, ich glaube, mit Fug und Recht kann man behaupten, meint es überhaupt nicht böse. Sie sind ein alter Haudegen beim ESV. Sie haben damals die zweite Liga ein Jahr mitgemacht. Ja. Warum kann die Mannschaft das jetzt wieder schaffen? Weil die Mannschaft einfach den unbedingten Willen hat, aufzusteigen. Alle Mädchen sind geblieben, um den Aufstieg mit Regensburg zu schaffen. Okay, weil Düsseldorf zurückgezogen hat, gibt es ja jetzt nur noch 5 Konkurrenten. Es geht in einer sogenannten Aufstiegsrunde, jeder gegen jeden. Bei euch merkt man, wenn man zurzeit bei euch irgendwie im Training vorbeischaut, es ist schon relativ viel Selbstvertrauen da in der Mannschaft. Was macht denn die Mannschaft so stark? Die Mannschaft macht stark eher innerer Zusammenhalt. Die Mannschaft weiß, was sie kann. Sie wird durch den Trainer eigentlich gefördert und der Trainer impft einer eigentlich sehr viel Selbstvertrauen ein. Okay, alles klar. Der Trainer auch einen großen Anteil jetzt, eine der wichtigsten Personen natürlich in dieser Aufstiegsrunde. Ne? Das ist jetzt auf jeden Fall die wichtigste Person, denn er muss die Ruhe bewahren und er muss erkennen, was zu tun ist. Denn Handball ist ja ein Sport, der sie alle 30 Sekunden habe ich einen Angriff und alle 30 Sekunden habe ich Abwehraktion. Absolut, so ist es. Ist mit Sicherheit nicht leicht. Noch dazu, wenn da noch 4 andere Mannschaften aufsteigen wollen. Es geht gegen Frankfurt, Aldekerk, Heide und Allensbach. Jetzt müsst ihr leider, muss man sagen, mit 2 Auswärtsspielen beginnen. Ist schon ein Nachteil, oder? Das ist eigentlich ein Nachteil. Aber sagen wir mal, die Aufstiegsrunde als solche ist sowieso eine kleine Lotterie. Weil? Denn keine der 4 Mannschaften oder der 5 Mannschaften ist im Spielbetrieb und keiner weiß eigentlich, wo er steht, weil es nur Training, es bringt zwar was, aber man weiß nicht, wie es im Spiel ausgeht. Und ja, das ist einfach, Handball hängt an sehr, sehr vielen Kleinigkeiten. Ja, verstehe. Wem schätzen Sie denn am stärksten ein von den Konkurrenten? Am stärksten wird mit Sicherheit Frankfurt oder sein, dass sie die ausgeglichenste Mannschaft haben. Sie haben sehr viele gute, routinierte Spielerinnen drin, die wahrscheinlich das Spiel in der entscheidenden, heißen Phase ins richtige Lot bringen. Und sie haben auch sehr viele junge, talentierte Spieler. Los geht's jetzt in Frankfurt, ne? Ja. Also gleich eine Standortbestimmung. Ihr habt Natascha Weber für die Aufstiegsspiele zurückgeholt und jetzt Annika Bissl verpflichtet. Wenn man ganz ehrlich ist, das ist eine Verpflichtung für die zweite Bundesliga, oder? Die Annika ist auf jeden Fall im Hinblick auf zweite Liga geholt worden, aber sie hat sich Gott sei Dank bereit erklärt, auch in der dritten Liga zu spielen. Stimmen eigentlich diese Gerüchte, dass sie liiert sei mit dem Fußballnationaltorwart Manuel Neuer? Also ich muss sagen, ich habe die Gerüchte auch gehört. Persönlich haben wir mit ihr darüber noch nicht gesprochen. Alles klar, wir wünschen euch ganz viel Glück für die Aufstiegsrunde. Herzlichen Dank für den Besuch, Herr Müller. Ja, vielen Dank, Herr Sahre.